Heute habe ich euch einen ganz besonderen Bleistift mitgebracht, und zwar den Gessner von Cleo Skribent. Das ist ein Bleistift mit einer sehr langen Tradition. Es handelt sich hierbei um einen holzgefassten Bleistift mit einer sehr dicken Mine. Er hat ein Gewicht von etwa 12 Gramm, ist also wirklich sehr leicht. Der Gessner hat ein sehr traditionelles Design. Er geht auf Konrad Gessner zurück. Das ist so eine Art Multitalent im Mittelalter gewesen, der ganz viel entwickelt hat, unter anderem diesen Bleistift. Und er ist über 400 Jahre alt und seitdem im Design auch kaum angepasst worden. Er wird von einer Manufaktur in Bad Wilsnack in Brandenburg produziert, und zwar von Cleo Skribent. Das ist eine Manufaktur, die sehr hochwertige Schreibgeräte produziert. Dieser Gessner ist natürlich ein besonderer Bleistift, der insbesondere sehr gut zum Skizzieren geeignet ist. Es gibt ihn mit 3 Minenstärken, mit 2B, 4B und 6B. Und er hat wirklich ein sehr schönes Skizziergefühl. Wenn ich damit jetzt mal schreibe oder male, sieht man das. In diesem Fall ein bisschen blass, aber er läuft sehr gut übers Papier. Der Cleo Skribent Gessner ist ein Bleistift mit einer sehr langen Tradition. Ihr seht ihn hier mit Jutebeutel. Es gibt ihn noch in einer weiteren Variante mit einer etwas aufwendigeren Schatulle, wo vor allem sehr viel Zubehör drin ist, zum Beispiel ein Schmirgelbändchen und ein Messer zum Spitzen. Und der ist natürlich dann auch deutlich teurer. Und diese andere Gerätevariante und viele weitere Schreibgeräte stelle ich euch natürlich gerne bei mir Skribo und YouTube in weiteren Videos vor.